Herzlich willkommen, mein Name ist Ben. Heute koche ich Süßkartoffeln mit Orangencurry. Süßkartoffeln eigentlich original von Südamerika. Und in Europa haben schon über 500 Jahre. Das ist sehr interessant, mache ich zu Hause jedes Jahr Sommer, habe gepflanzt. Aber zu Hause habe ich gepflanzt, so klein, nicht so groß. Aber sehr lecker, heute mache ich das mit Orangen, ein bisschen süß und noch ein bisschen Curry, ein kleines Schaf. Auch sehr lecker. So, machen wir anfangen. Heute Zutaten habe ich Brokkoli, Süßkartoffeln, Paprika, Chili, Ingwer, Cherry Tomaten, Orange, getrocknete Tomaten, Datteln, Cashewkernen, Kreuzkümmel, Curry, Sojajoghurt, Kokosmilch, Wasser, Apfelessig, Erdnussöl, Salz und Pfeffer. Zum Essen getrocknete Tomaten in Mixer geben und Kokosmilch. Ein Stück Datteln entkernen. Weiter Orange ein bisschen reiben. Nimm das Hausgeschmack. Weiter nehmen die Stoff. Jawohl, ca. 200 ml. Und fein pürieren. Lecker, süß. Weiter. Schneide die Süßkartoffeln. Wenn so groß, mache ich Vierte. Und schneide Scheiben. Noch Paprika. Entkernen. Und einfach Würfel schneiden. Brokkoli, Roschen schneiden. Jedes Stück schneiden wie ca. ein Mundgedeck ist beste, nicht ganz groß. Ein bisschen Nüsse in Pfanne. Und Ingwer reiben. Ein bisschen dünsten. Und Süßkartoffeln und Paprika dazu. Ja, 2-3 Minuten anbraten. Weiter schneide ich Chili.
Wenn du nicht gerne scharf, ohne Chili geht auch. So, entkernen. Und links eine. Weiter ein bisschen Kreuzkümmel. Und Currypulver. Chili auch dazu. Schöner Geruch. Und Wasserablösung. Circa 2 Minuten kochen. Jetzt schneide ich noch Tomaten. Und weiter, Brokkoli dazu. Brokkoli bleibt nicht zu lange. Eine Minute. Und das Soße abgießen. Nochmal eine Minute kochen. Weiter, Sojajoghurt und Chili-Tomaten. Einfach nur mischen. Und Salz, Pfeffer. Eine sehr schöne, cremige Soße. Dieses Rezept ist wegen süß, Kartoffeln auch süß und Orangensaft auch süß und Latten auch süß. Deswegen muss ich probieren. Super. Manchmal die Orange ein bisschen zu süß und wegen dem brauche ich Apfelessig. Wenn Orange ein bisschen sauer, wieso jetzt heute hier habe gekocht? Ich bin sehr zufrieden, ist nicht so süß. Brauche nie mehr mit Apfelessig. Jetzt kann man probieren. Und noch ein bisschen Cashewkernen. Schaut schön aus. Es ist eine sehr angenehme Kombi mit Orange, ein bisschen Frischgeschmack. Ganz anders, brauche keine mehr Beilage. Ganz einfach, oder? Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis anderes Mal. Tschüss.